Seit Ende Dezember ist André Meyer jetzt Trainer des Halleschen FC. Durch die Türkgücü-Absage, also mit einer Woche Verspätung, das erste Pflichtspiel für ihn als Drittligatrainer, für den 38-Jährigen, der ja gebürtiger Hallenser ist. Gleich vier Änderungen im Vergleich zum 1-4 in Meppen, kurz vor Weihnachten. Tim Schreiber ist die neue Nummer 1. Daniel Mesenhöhler also auf der Bank. Landgraf kommt zurück. Tich Rivero im Mittelfeld, eher der offensivere Part vor Löhmanns Rüben. Hat sich gut präsentiert in der Vorbereitung. Und Gutau ebenfalls neu im Vergleich zum letzten Ligaspiel. Wer ersetzt Beuth in der Effektivität? Das ist die spannende Frage. Die beiden Neuen sind in Braunschweig mit dabei. Joscha Wosch nimmt Platz bei Regenwetter in Braunschweig und auch Elias Huth. Beide also zunächst mal auf der Bank. 500 sind live dabei. Alle in Blau-Gelb, also alles Braunschweiger, und Blau-Gelb ist auch die Farbe, die heute die Eintracht hier trägt. Das ist Lasse Schlüter. Tich Rivero direkt zum Gegner und dann geht's schnell über Henning. Luke Ihorst läuft ein gegen Niedfeld, der kommt nicht ran und Tim Schreiber ist noch dran an der Pille. 5 Minuten vorbei, erste Chance für die Eintracht durch Luke Ihorst. Der Keeper, der neue im Tor, der Hallenser ist in der richtigen Ecke. 10 Minuten vorbei, achten Sie mal jetzt auf den Schiedsrichter. Basketballblock gegen Eberwein, Spiel läuft aber weiter. Und Lasse Schlüter hat dadurch ganz viel Platz. Keiner greift ihn an, fast 30 Meter, toller Schuss. Und was auch für eine tolle Parade vom Keeper der Hallenser, Tim Schreiber. Bewahrt das Team vor dem Rückstand und hat neues Material für das private Highlight-Video. André Meyer, bis Dezember war er 1,5 Jahre beim Berliner AK in der Regionalliga Nordost, die derzeit Dritter dort sind. Viertelstunde vorbei, Ecke Braunschweig von Schlüter. Landgraf dazwischen und die Braunschweiger reklamieren Handspiel. Und Landgraf, der schleicht sich mal lieber ganz schnell davon und das zu Recht. Achtung hier, es ist ein klares Handspiel. Er sieht den Ball nicht wirklich kommen. Kreuzer springt vor ihm hoch. Hätte hier 11 Meter geben müssen. Bokop hatte eigentlich auch einen guten Blick zum Ball. 10 Minuten bis zur Pause. Von Halle bislang ganz wenig. Dann mal Kreuzer über die rechte Seite. Guter Ball hinter die Kette auf Derstroff. Derstroff gegen Fesic. Der hebelt ihn da aus. Beide liegen. Aus meiner Sicht versucht Derstroff da eher dem Keeper auszuweichen, der ihm da entgegenkommt. Unglückliche Szene, unglücklich auch für mich, dass Schiedsrichter Bokop ihm hier dennoch die gelbe Karte zeigt. Aber zumindest war das mal eine Offensivaktion von Julian Derstroff. Nachspielzeit. Braunschweig in dieser ersten Hälfte die bessere Mannschaft. Neuaufbau. Wieder über Schlüter, der sich immer wieder in die offensiven Aktionen gut einarbeitet. Ihorst, Drehung, Schuss und Schreiber ist dran. Luke Ihorst macht das gut, aber Schreiber macht es besser. Dann ist Halbzeit in Braunschweig. Ich glaube, die beste Nachricht für André Meyer. Es steht 0:0. Gibt einiges zu erzählen, zu diskutieren. Natürlich nach diesen ersten 45 Minuten für ihn da außen ein ganz wichtiger Mann, Niklas Kreuzer, den er sich als Erster ranholt, der natürlich auch den kürzesten Weg hat in die Kabine hinein. André Meyer, der viel Arbeit vor sich hat und wie wir hier sehen, aber durchaus auch positive Energie verströmt. Rein in die zweite Hälfte zunächst, keine Wechsel. Halle lässt den Ball jetzt gut laufen. Derstroff direkt auf Michael Eberwein und Fesic mit dem linken Fuß. Eberwein trifft genau den Innenfuß von Fesic. Halle mit der Riesenchance zur Führung hier in Braunschweig. Das haben sie gut gespielt, klasse aufgelegt, direkt von Derstroff, der den perfekten Move nach innen macht. Und dann Fesic mit ein bisschen Glück, fast wäre es auch ein Beinschuss geworden. Weiter also 0:0 der Stand und André Meyer, der fiebert in dieser Situation natürlich mit. Das sind die Sekunden, in denen Eberwein fast den ersten Treffer unter seiner Ägide erzielt. Kurz darauf muss der Kapitän runter. Jonas Niedfeld hat sich am Knie verletzt. Genau in dieser Szene im Luftduell mit Ihorst
Halle dann zunächst erstmal in Unterzahl. Redemann macht sich bereit, ist aber noch nicht auf dem Feld. Halle hat den Ball. Derstroff. Eberwein verliert ihn und dann geht's schnell. Der eingewechselte Kobylanski schießt hinüber zu Lukios, der im Laufduell mit Landgraf, der nicht rankommt. 1-0 Braunschweig. Klasse aufgelegt von Kobylanski. Kein Abseits, sehen wir so ein bisschen an der Rasenkante. Tim Schreiber ist noch dran, aber es ist das dritte Saisontor für Lukios, der 21-Jährige. Also mit dem Tor und direkt nach diesem 1-0 dann Doppelwechsel beim HFC. Für den verletzten Niedfeld kommt dann Sören Redemann rein und für Derstroff Elias Huth. 24 Stunden nach der Ankunft an der Saale, also sein erster Einsatz für den hallischen FC. Gute Viertelstunde noch zu spielen. Halle jetzt wirklich die bessere Mannschaft. Sternberg. Auch Joscha Wosch sehen wir hier. Der ist inzwischen im Spiel. Der Mann mit der 39. Nicolau mit dem Rückpass. Wosch. Und dann das Tor. Das Tor von Elias Huth. 8 Minuten auf dem Feld. Und der Ausgleich für den hallischen FC. 1-1 nach 74 Minuten. Ein kurioses Tor. Nicolau mit dem Rückpass an die Hüfte von Marx. Wosch dadurch nicht im Abseits. Und sein Ball, den nimmt dann Elias Huth auf und verwandelt diesen Ball zum 1-1. Unser Blick auf den neuen Mann von der U19, von RB Leipzig ausgeliehen. Wosch auf Elias Huth. Riesenjubel beim hallischen FC. Die beiden Neuen mit Assist und Tor. Dann aber, während die Jungs hier noch jubeln, denkt sich der Schiedsrichter Franz Bokop, die Story ist zu schön, die darf nicht wahr sein. Er entscheidet auf Abseits. Alle in Schwarz sind fassungslos. Jetzt geht's hinüber zu André Meyer. Bokop zeigt an die Hüfte, ein Hüftball. Dadurch soll es Abseits gewesen sein. Aber wir haben bereits in der Zeitlupe gesehen und können es uns gern noch mal anschauen. Der Ball kommt von Nicolau, einem Braunschweiger. Und er spielt den Ball zurück und trifft Marx, den eigenen Mann. Und von Wosch dann, also Huth, eine klare Fehlentscheidung des Schiedsrichters. Kein Tor für den hallischen FC. So bitter. Und keiner auf dem Platz versteht es. 10 Minuten noch. Eckball von Kreuzer. Janik Sternberg. Fehlt dann doch ein bisschen. Halle bleibt dran, versucht alles, auch diese Fehlentscheidung wegzumachen. Aber da fehlten dann doch 2-3 Meter oben am Angel. Dann ist Schluss. Alle stürmen sie auf den Schiedsrichter. Und das zu Recht, weil keiner verstehen kann, warum dieses Tor nicht zählt. Es ist so bitter für den hallischen FC, aber am Ende steht eben dieses eine Ergebnis. Halle verliert in Braunschweig mit 0-1. Ein ganz bitterer Einstand für André Meyer.